Heute geht es innerhalb der Syntax um Relationen und Prädikate. Beides Begriffe, die Sie schon mal gehört haben. Worum wird es gehen? Es wird gehen erstmal um Verbsemantik in Zusammenhang mit Valenz. Ich werde den Begriff der semantischen Rollen einführen. Dann sprechen wir darüber, warum der Begriff Subjekt nicht falsch ist oder so, sondern meiner Ansicht nach nicht unbedingt essentiell. Er ist nicht unbedingt nötig. Wir können auch ohne. Dann machen wir das Gleiche nochmal für den Begriff Prädikat. Den Begriff Prädikat finde ich noch problematischer eigentlich. Dann reden wir über ein ganz wichtiges Thema der Syntax, nicht nur im Deutschen, sondern der theoretischen Syntax, auch nämlich Passive. Wir machen das dann aber hier natürlich konkret am Deutschen. Und eine ganz wichtige Frage, die auch im schulischen Bereich immer wieder auftaucht: Was sind eigentlich direkte, indirekte Objekte und was sind Präpositionalobjekte? Also hier nenne ich die PP-Objekte. Was ist das eigentlich? Können wir dazu was sagen? Und was sind, das ist ein Teil der sogenannten adverbialen Bestimmungen, was sind Dativ- und Präpositionalangaben? Die kennen Sie vielleicht als bestimmte Sorten von adverbialen Bestimmungen. Das Ganze steht Teil, also zumindest alles ab Passiv steht irgendwie unter dem Oberbegriff Valenzänderung und Valenzerweiterung, Gesundheit. Und gerade wegen der Probleme mit der Terminologie, die man in der Schule benutzt, ist das heute ziemlich wichtig. Das ist in jeder Hinsicht ziemlich wichtig, wenn Sie verstehen, was ich meine. Die Begriffe Relationen und Prädikate. Da müssen wir ja irgendwie, habe ich Ihnen angekündigt, dass wir da jetzt was ganz ein bisschen genauer machen. Was sind jetzt Relationen? Wir haben gesprochen über Kategorien, das ist eben was anderes. Kategorien, das war sowas wie Wortklassen, das heißt etwas, wohin wir Wörter einsortieren. Wir hatten Numerus, bestimmte Wortformen, haben halt Numerus oder nicht. Und dann kann man sich noch fragen, ja, welchen denn? Singular oder Plural, Tempus war genau sowas wie Numerus im Grunde. Die Komparationsstufe haben wir nicht besprochen, also stark, stärker, am stärksten oder sowas. Das sind aber auch Kategorien. Ein Wort hat die Eigenschaften, komparativ zu sein oder ein Superlativ oder nicht. Das sind so Schubladen, in die man was reinpackt. Kasus, ja, haben wir auch, sowas Ähnliches. Und die sind für eine Einheit jeweils definiert. Das heißt, ein Wort hat einen bestimmten Kasus oder gehört in eine bestimmte Wortklasse und eine Wortform, bei dem Kasus müsste man eigentlich sagen, eine Wortform hat einen bestimmten Kasus. Das heißt, für diese jeweiligen Einheiten gilt, da ist eine Schublade für verfügbar. Relationen sind jetzt ein bisschen was anderes. Sowas wie Subjekt, Objekt können Sie ja eigentlich nur relativ zu einem bestimmten Verb definieren. Wenn ich Ihnen jetzt sage, der Schnee, dann ist das noch kein Subjekt. Das wird erst ein Subjekt, wenn das in einem Satz vorkommt. Und dann sagen manche, ja, das ist eine Relation zwischen dem Satzglied und dem Satz. Ich würde sagen, das ist eine Relation zwischen dem Verb und diesem entsprechenden Satzglied, was dann das Subjekt ist. Das kommt wahrscheinlich ziemlich genau aufs selbe raus am Ende. Ergänzungen und Angaben ist auch sowas. Das können Sie ja nur definieren, wenn Sie sagen, wozu ist das eine Ergänzung oder eine Angabe. Also unter Vorurteilen, das haben wir ja schon mal besprochen, das Beispiel, ist das jetzt eine Ergänzung oder eine Angabe? Das wissen Sie erst, wenn Sie das in einem Satz sehen mit einem passenden Verb dazu. Genauso das Prädikat. Was brauchen Sie, um zu sagen, etwas ist ein Prädikat? Also Sie brauchen das Prädikat selber und den Satz, zu dem es das Prädikat sein soll. Sowas müsste man irgendwie haben. Attribut zum Nomen ist eigentlich genau sowas. Das heißt, das sind immer Dinge, die zwischen Einheiten definiert sind. Nicht nur für eine Einheit, sondern zwischen Einheiten. Deswegen Relationen, Beziehungen. Und natürlich ist es so, dass in bestimmten Relationen bestimmte Kategorien oft gefordert werden. Das ist das, was wir zum Beispiel mit Rektionen erfassen. Wenn etwas das Subjekt zu einem Verb ist, dann wird gefordert, dass es zu der Kasuskategorie Nominativ gehört. Sonst kann es irgendwie gar kein Subjekt sein. Diese Relationen helfen uns oft, vor allem wenn sie formal markiert sind, zum Beispiel durch eine Kasusmarkierung kenntlich sind, helfen uns oft, eine bestimmte syntaktische Struktur überhaupt erst zu dechiffrieren. Jetzt gehe ich noch mal ganz kurz auf grammatische Mittel und Bildungssprache ein, in dem Kontext
über den wir hier heute sprechen. Das ist wieder diese kleine Aufwärmgeschichte, die ich hier öfter mal mache. Ich habe schon ganz oft gesprochen über diesen Artikel von Feilke. In der ersten Sitzung habe ich da schon von gesprochen. Und ich habe ihn auch mehrfach schon empfohlen, den mal zu lesen. Ist jetzt nicht für die Klausur oder so, der ist fürs Leben. Da finden Sie sowas hier. Ich hoffe, man erkennt das. Da finden Sie sowas, Leistungen der Bildungssprache. Ich habe so viel über Bildungssprache geredet. Hier wird das konkret mal in diesem Artikel. Und da sehen Sie verschiedene Dinge. Sie können zum Beispiel explizieren in der Bildungssprache. Das können Sie immer, aber für die ist es eben typisch. Das heißt, Sie sagen etwas möglichst explizit, etwas möglichst genau, etwas möglichst auf den Punkt. Oder Sie verdichten etwas, Sie sagen etwas kompakter als nötig. Das sind so Eigenschaften. Und was Sie dann hier sehen, ist halt, dass da auch bestimmte sprachliche Mittel, also Formen mit verknüpft sind. Zum Beispiel komplexe adverbiale Attribute und Sätze, alles sowas, worüber wir hier gerade sprechen. Und das soll ja in der Schule gelernt werden. Wenn jetzt mal hier die zweite Hälfte dieser Tabelle, da geht es um Verallgemeinern und Diskutieren. Da habe ich auch schon in der ersten Sitzung drüber gesprochen. Auch da haben Sie wieder bestimmte formale Möglichkeiten. Verallgemeinernde, generische Formen, zum Beispiel Verwendung der dritten Person oder Handlungsträgers, Passiv, Mann, Lassen-Konstruktion, da kommt das Passiv mal vor, deswegen habe ich Ihnen das hier gelb markiert. Und was tun Sie damit eigentlich, wenn Sie diese Formen, die da aufgezählt werden, benutzen? Warum? Was ist die Funktion? Na gut, also zumindest in diesem bildungssprachlichen Kontext sagt Feilke, Sachverhalte als unabhängig von persönlichen, zeitlichen und lokalen Situationsbezügen darstellen, Allgemeingültigkeit behaupten. Das sind wichtige Dinge, die Sie, ich habe das in der ersten Sitzung gesagt, nicht tun, wenn Sie 4 oder 5 Jahre alt sind, noch nicht schreiben können, noch nicht bildungssprachlich Ihren Spracherwerb sozusagen vorangetrieben haben. Dann sind das alles Dinge, die Sie nicht tun. Und dann benutzen Sie auch diese Mittel, wie Passiv zum Beispiel, weniger. Und die Idee ist, dass wir dann durch die Ausbildung in Bildungssprache dazu kommen, diese Funktionen mit diesen Mitteln souverän zu benutzen. Das nur als kleiner Hinweis, warum dieser Artikel so schön ist. Er ist auch sehr schön, weil er irgendwie nur 10 Seiten hat. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass die große Kunst bei dem, was ich hier mache, ich weiß nicht, ob ich die gut beherrsche, aber bei dem, was ich hier mache und bei dem, was, wenn Sie Lehramt machen zumindest, was Sie dann später auch machen sollen, die Wahl der Beispiele ist. Und das kann schnell mal in die Hose gehen, selbst von Leuten, die das eigentlich gut können. Schauen Sie sich das hier an. Das ist aus einem Text von einer Didaktikerin, Gornick, über einen anderen Text. Kontext spielt keine Rolle. Hier geht es um Übungsmaterial für den Schulunterricht. Und da wird dann gesagt, beim Vergleich wird zum Beispiel auch das Passiv thematisiert. Jetzt wird aber sofort ins Bett gegangen, ist das Beispiel. Etc. etc. Und es wird gesagt, dass nicht immer die sogenannte Agensverschweigung, da komme ich gleich noch zu, als Effekt der Passivnutzung entsteht, sondern im Gegenteil, dass Agens sogar hervorgehoben werden kann. Und dafür soll das Beispiel sein, von der damaligen Opposition wurden die Wahlen gewonnen. Diese zwei Beispiele sind maximal schlecht gewählt. Und das von Leuten, die es eigentlich wirklich wissen müssten, weil das eben sehr schnell passiert. Was ist hier nicht in Ordnung? Was sind die Probleme hier? Schauen Sie sich das an. Jetzt wird aber sofort ins Bett gegangen. Das ist ein sogenanntes unpersönliches Passiv. Dieser Satz hat kein Subjekt. Sehen Sie das? Das ist normal, also das ist jetzt kein falscher Satz oder sowas, aber der ist ein atypisches Passiv, weil das Passiv hier von einem intransitiven Verb gebildet wurde, was keinen Akkusativ hat. Der andere Satz, gewinnen hat eben gerade sowieso keine sogenannte Agensrolle. Gewinnen tun sie nicht willentlich. Das heißt Agens. Da können wir uns jetzt schon drauf einigen, brauche ich dann gar nicht mehr groß darüber zu sprechen. Wenn ich immer vom Agens rede, das ist jemand, der willentlich handelt. Gewinnen ist nicht so. Und dann ist das auch wieder ein völlig atypisches Passiv. Blöde Beispiele. Wenn Sie so anfangen und was über Passiv erklären wollen, ja, dann haben Sie schon falsch angefangen. Und in 90 Minuten können Sie das besser oder 70. Semantische Rollen, die brauchen wir dafür. Ich sage Ihnen jetzt, was semantische Rollen sind, die ich sehr wichtig finde. Da gibt es auch wieder KollegInnen, die sagen, brauche ich eigentlich nicht. Die müssen aber dann dasselbe irgendwie anders erklären. Insofern folgen Sie mir jetzt auf der Reise in die semantischen Rollen.
Es geht um die Semantik-Grammatik-Schnittstelle. Schauen Sie sich diese Sätze an. Michelle kauft einen Rottweiler. Der Rottweiler schläft. Der Rottweiler erfreut Marina. Achten Sie auf die blau markierten Konstituenten. Was können wir hier Allgemeines sagen über die Semantik dieser Nominalphrasen, über die Käuferin, den Schläfer, den Erfreuer in diesem Fall? Außer, dass das natürlich irgendwie Objekte sind, Lebewesen und so weiter. Es geht mir darum, das sind ja hier Subjekte. Gibt es irgendwas, was die als Subjekte semantisch auszeichnet? Und da lesen Sie ja oft, das Subjekt drückt aus, wer oder was im Satz handelt. Wenn das schon rot markiert ist hier auf den Folien. Nur die Käuferin handelt in diesen drei Beispielsätzen, handelt willentlich. Wenn Sie sich das anschauen, dass der Rottweiler schläft, das tut er nicht willentlich. Das tun auch Menschen nicht willentlich. Wenn Sie mal Schlafstörungen hatten, wissen Sie, was ich damit meine. Sie können nicht willentlich schlafen, das widerfährt einem. Genauso, dass man jemanden erfreut, auch das ist ja keine Handlung des Rottweilers. Das kann keine sein, weil Rottweiler nicht willentlich handeln können. Jetzt müssen wir das ein bisschen zurückrollen. Das heißt also, dieser rot markierte Satz hier, diese Aussage kann nicht stimmen. Was tun denn Verben semantisch? Sie kodieren eine bestimmte Art von Situation. Man kann auch Handlung sagen, aber da muss man auch wieder sagen, ja, eben, aber auch ein Zustand oder etwas, was eben keine Handlung ist, sondern einfach nur ein Ereignis. Das fasse ich mal alles unter Situation zusammen. Und dann gibt es halt eine Kaufensituation und eine Schlafensituation und eine Erfreuensituation. So. Diese Situationstypen, wie zum Beispiel Schlafen oder Kaufen, haben immer intrinsisch bestimmte Mitspieler. Das heißt, beim Schlafen haben Sie immer eine Person oder ein Lebewesen, sagen wir mal so. Wenn Sie Kaufen haben, dann haben Sie jemanden, der kauft, jemanden, der verkauft und was das verkauft wird und so weiter. Sowas, das ist schon, da kann man dann auch Verben zu Klassen, zu Gruppen zusammenfassen, die sich dann entsprechend diese Rollen vergeben, wie man sagt. Wir haben Handelnde, Betroffene, Veränderte oder eben Emotionen Erfahrene, das kommt hier irgendwie alles in diesen Sätzen vor. Mitspieler ist hier im weiteren Sinn gemeint, das können also auch Gegenstände sein. Mitspieler heißt nicht, dass die Leute willentlich handeln, das ist ja gerade der Punkt. Es gibt auch die, denen etwas widerfährt oder die einfach irgendwie da, wie habe ich das hier genannt, denen eine Emotion widerfährt, können sich ja auch nicht gegen wehren. Das ist das Wesen oder Teil des Wesens der Emotion, dass sie sich da nicht unbedingt gegen wehren können. Was Sie aber hier auch sehen, schon an diesen Beispielen nochmal, jetzt zum vierten oder fünften Mal, ist, dass Sie nicht Kasus mit irgendwelchen semantischen Funktionen, jetzt nenne ich das hier Rollen, ja, das können Sie nicht gleichsetzen. Sie können nicht sagen, der Nominativ ist das Subjekt und der bezeichnet den oder das Lebewesen, das handelt. Das geht nicht. Das funktioniert vorne und hinten nicht. Jetzt schauen wir uns zwei Rollen spezifisch an, zwei semantische Rollen, nämlich Agens und Experiencer. Die heißen so, ich kann es nicht ändern. Die heißen mit diesen lateinischen und englischen Wörtern respektive. Ja, wir haben hier wieder diese Sätze von vorhin. Michelle kauft einen Rottweiler, der Rottweiler schläft, der Rottweiler erfreut Marina. Was sind denn die Rollen, die hier in diesen Beispielen gespielt werden? Michelle, haben wir eben schon gesagt, in dem ersten Satz handelt. Willentlich, mit Absicht, mit Vorsatz. Man kauft ja nicht aus Versehen einen Hund. Bei manchen Leuten hat man den Eindruck, die haben den aus Versehen gekauft, aber deswegen brauchen wir auch dringend einen Hundeführerschein. So, das heißt, das ist die Rolle, die wir als Agens bezeichnen. Da handelt jemand willentlich. In diesem Satz hier, der Rottweiler erfreut Marina. Naja, was passiert da mit dieser Person, sie wird erfreut. Das heißt, ihr wird sozusagen ja, ein psychischer Zustand zugefügt. Sie wird in einen bestimmten Zustand versetzt, wie auch immer Sie das sagen wollen. Das sind die, die wir Experiencer nennen. Es gibt jetzt noch ganz viele andere Rollen, die LinguistInnen sich ausgedacht haben. Und dann gibt es auch eine radikale Reduktion dieser Rollen. Und das interessiert uns jetzt hier alles erstmal zumindest nicht. Wir brauchen jetzt im Weiteren nur diese beiden Rollen. Über die müssen wir spezifisch reden. Der Rottweiler hier zum Beispiel, was mit dem passiert, das müssen wir gar nicht weiter analysieren, weil es in den Phänomenen, die ich Ihnen jetzt gleich zeige, keine Rolle spielt. Das heißt, das nennen wir die unbekannte Rolle RX.
Was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben versucht, Verben, die Semantik von Verben ein bisschen genauer auseinanderzunehmen. Das ist jetzt erstmal eine Voraussetzung für das, was gleich noch kommt. Wenn wir uns jetzt Rollenzuweisungen in Relation zu Ergänzung und Angaben angucken, dann können wir uns ja fragen, was sind die für einen Situationstyp charakteristischen Rollen? Wie zum Beispiel schlafen, kaufen und so weiter, wie wir eben gesehen haben. Und dann stellen wir fest, dass es bestimmte Rollen oder semantische Funktionen immer gibt. Oder nahezu immer, zum Beispiel den Zeitpunkt. Jede Situation besteht zu einem bestimmten Zeitpunkt und hat gegebenenfalls auch eine bestimmte zeitliche Dauer. Der Ort, der kann gegebenenfalls abstrakt sein, ja, aber es gibt immer irgendwie die Möglichkeit zu sagen, wo eine Situation der Fall war. Nicht immer haben Sie sowas wie wir schon gesehen haben, jemand, der handelt. Überschlafen, fallen oder gefallen, das kann man eben nicht handelnd willentlich tun. In diesen Ereignissen ist kein oder Situationen ist kein Handelnder beteiligt. Psychische Zustände spielen auch nicht bei jedem Ereignis eine Rolle. Laufen, reparieren, spinnen im Sinne von Spinnrad und so weiter. Diese Verben, diese Situationen, die hier beschrieben werden, die haben ja jetzt erstmal nichts mit einem besonderen psychischen Zustand zu tun. Natürlich, wenn Sie spinnen, ich weiß nicht, ob Sie mal an einem Spinnrad gesessen haben, dann müssen Sie schon konzentrieren und so weiter, aber das hat ja mit dieser spezifischen Situation des Spinnens oder eben Reparieren muss man sich auch konzentrieren bei. Da kann man sich auch unglaublich ärgern, wenn das nicht klappt oder wenn man sich wehtut, aber das hat ja mit dem Reparieren an sich nichts zu tun. Dass irgendetwas verändert wird, muss auch nicht immer der Fall sein, auch nicht bei allen transitiven Verben. Wenn Sie sagen, ich baue das Haus oder ich repariere den Verstärker, da verändern Sie die Objekte, um die es geht, das Haus oder den Verstärker. Aber wenn Sie etwas betrachten, verändert sich ja das Betrachtete dadurch nicht. Das heißt, auch wenn Kaufen, Fallen und so weiter vielleicht Emotionen auslösen, das jeweilige Verb Kaufen, Fallen und so weiter, das sagt nichts über diese Emotionen aus. Das heißt, das ist in dem Fall nicht situationsspezifisch. Die Ergänzung, und das ist nun eigentlich für mich der wirkliche Unterschied zwischen Ergänzungen und Angaben. Jetzt sage ich es Ihnen. Ergänzungen, das sind für mich die, die an eine bestimmte verbspezifische Rolle gekoppelt sind. Also nicht das, was irgendwie so immer Zeit, Ort, das kann man eigentlich für jede Art von Situation angeben, muss man aber nicht. Dass jemand handelt, dass jemand verändert oder ein Gegenstand verändert wird oder dass ein psychischer Zustand ausgelöst wird, das sind Sachen, die spezifisch bei ganz vielen Verben kodiert werden. Und deswegen sind die entsprechenden Objekte auch subklassenspezifisch lizenziert. Angaben sind gekoppelt an eine verbunspezifische Rolle oder wie viele sagen würden, eben an gar keine Rolle. Also sowas ist dann hier was anderes. Der Zeitpunkt, das hat dann nichts mit einer Rolle zu tun. Das kann man terminologisch so machen oder nicht. Ob man das dann eben Rolle nennt. Okay. Jedenfalls, das ist der semantische Hintergrund oder die Semantik-Syntax-Schnittstelle, die den Hintergrund bildet dafür, dass wir Ergänzung und Angaben haben. Und damit eben auch terminologisch anders Objekte und adverbiale Bestimmungen. Jetzt wissen Sie es. Das Prinzip der Rollenzuweisung. Was machen wir jetzt mit diesen Rollen? Das mache ich nur ganz kurz. Das spielt in ganz vielen Syntaxtheorien eine riesige Rolle. Hier jetzt nicht so. Aber diese situationsspezifischen Rollen, dass jemand zum Beispiel handelt, die können eigentlich immer nur einmal vergeben werden im Satz an ein Satzglied. Das ist ganz einfach gesagt das Prinzip der Rollenzuweisung. Sie müssen nicht unbedingt, Sie haben ja weglassbare Ergänzungen, das heißt, die müssen nicht unbedingt realisiert werden durch irgendein Objekt. Aber wenn Sie es realisieren, dann können Sie das nur einmal machen. Das ist die semantische Motivation dafür, dass wir sagen, Angaben sind iterierbar. Die können wir mehrfach. Sie können mehrere Zeitpunkte zu einem Ereignis angeben. Sie können sagen, die Vorlesung fand an einem Dienstag im Jahr 2020 statt. Zwei Zeitangaben. Aber Sie können eben nicht sagen, einen Salat aß ich einen Tofu-Burger. Zwei Akkusative dieser Art. Das waren die Beispiele, die wir schon mehrfach hatten. Das geht nicht. Da habe ich Ihnen gesagt, Angaben sind iterierbar. Jetzt wissen Sie warum. Ergänzungen sind dann eben nicht iterierbar. Was ist jetzt mit Koordinationsstrukturen? Vielleicht haben einige von Ihnen eben schon mal kurz aufgehorcht. Wir haben ja sowas wie Marina und Michelle kaufen bei einer seriösen Züchterin und ihrer Freundin einen Dobermann und einen Rottweiler. Hier haben sie jeweils zwei
kaufende, zwei verkaufende und zwei gekaufte Dinge. Die werden aber hier eben gerade mit und formuliert. Die werden nicht einfach nebeneinander gestellt oder irgendwo im Satz verteilt. Dafür haben wir Koordinationsstrukturen, also sowas wie mit und oder oder. Wenn wir zum Beispiel sagen wollen, dass eine bestimmte Handlung eben von zwei Personen, die aber dann semantisch sowas wie ein Individuum ergeben, ausgeführt werden. Da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden, da habe ich in meiner Dissertation aus Spaß, das musste ich gar nicht, ein ganzes Kapitel drüber geschrieben, über Summenindividuen und Ähnliches und Summenereignisse. Da muss man halt genau differenzieren. Also das ist genau der Punkt, wofür wir Koordinationsstrukturen haben. Das heißt aber nicht, dass die Rolle zweimal vergeben wird. Die wird an eine Einheit aus Marina und Michelle, einer seriösen Züchterin und ihrer Freundin und an einen Dobermann und einen Rottweiler, jeweils als Pakete sozusagen, vergeben. Was Sie hier sehen, ist, dass Grammatik und Semantik untrennbar verbunden sind. Wenn es was gibt, wo man wirklich sagen muss, da ist eine Verbindung von Syntax und Semantik, also von Grammatik und Semantik damit auch, dann haben Sie das hier. Und das sehen wir gleich noch am Passiv. Da sehen wir dann, wofür wir das brauchen. Bevor wir zum Passiv kommen, müssen wir über Subjekte reden. Mögen Sie Subjekte? Oder haben Sie eigentlich gar keine Meinung dazu? Schauen wir mal. Die Kernfrage, die ich jetzt stelle, ist, brauchen wir Subjekte? Brauchen wir den Begriff Subjekt? Sie lesen sowas hier. Können Sie lesen in Druckerzeugnissen. In jedem vollständigen Satz wird das Prädikat durch das Subjekt ergänzt. Haben wir eben schon widerlegt übrigens. Das Subjekt nennt die Person oder die Sache, von der das Geschehen ausgeht oder zu der ein Zustand gehört. Steht so in mein Übungsbuch Grammatik Deutsch im Griff, 5., 6. Klasse, aktuell vom Klett Verlag. Kostet Geld, habe ich sogar Geld für bezahlt. Ja, müsste man eigentlich zurückfordern, denn was sagen wir denn dazu? Wetterverben, es regnet, es schneit, es hagelt, die heißen Wetterverben gehört aber auch zu, es stinkt oder so. Die haben ja jetzt ein Subjekt irgendwie, oder? Da steht jedenfalls S und von diesem S geht auf jeden Fall das Geschehen aus und zu diesem S gehört der Zustand. Wenn es regnet, dann ist ja so ein Ding da in der Welt und zu dem gehört, dass es, das ist Blödsinn. Das ist nichts, dieses S bei diesen Wetterverben ist nichts, wovon eine Handlung oder ein Geschehen ausgeht. Dieses S bezeichnet nichts, gar nichts, null. Wie ist das mit Passivsätzen? Wir hatten das schon, heute wird früh ins Bett gegangen. Wo ist das Subjekt? Nee, ist keins. Also ist dieser Satz nicht vollständig, denn in jedem vollständigen Satz wird das Prädikat durch das Subjekt ergänzt. Würden Sie jetzt sofort natürlich, wenn jetzt in einem Schulaufsatz ein Kind schreibt, heute wird früh ins Bett gegangen, würden Sie sagen, falsch, da fehlt das Subjekt. Würden Sie nicht tun, weil der Satz natürlich vollständig ist. Der hat halt kein Subjekt, ja Gott, meine Herren, was soll's. Was ist mit Subjektsätzen? Dass es nicht mehr schneit, macht mich traurig. Das Subjekt ist, dass es nicht mehr schneit. Bezeichnet eindeutig die Person oder die Sache, von der das Geschehen ausgeht? Nein, auch nicht. Ja, das sind jetzt nur einige der prominenten Probleme, die man mit solchen Definitionen vom Subjekt hat. Das geht einfach nicht. Diese Definition bezeichnet oder definiert etwas, was es nicht gibt. Das ist eigentlich blöd. Machen wir es mal wieder, wie ich das eigentlich am liebsten mache. Schauen wir uns mal an, was das denn so sein soll. Wo wollen wir hin sozusagen? Frau Brüggenolte backt einen Kuchen. Das Subjekt ist jeweils hier blau und eingeklammert. So Namen gibt es in Westfalen, ist kein Witz. Backt einen Kuchen. Frau Brüggenolte können Sie hier nicht weglassen. Sie können da was anderes einsetzen, aber Sie können das Subjekt hier nicht weglassen. Es ist auf jeden Fall schon mal nicht weglassbar. Herr Uhl raucht. Können Sie auch nicht, den Herrn Uhl können Sie nicht weglassen. Es regnet. Es können Sie auch nicht weglassen. Das bezeichnet nichts. Also Frau Brüggenolte und Herrn Uhl kannte ich noch, aber es in es regnet habe ich noch nie gesehen. Dieses Ding. Das bezeichnet nichts, kann man aber nicht weglassen, dieses Subjekt. Dass Herr Ölschlägel jeden Tag staubsaugt, nervt Herrn Uhl. Auch diesen Subjektsatz können Sie hier nicht einfach weglassen. Wir müssen über diese Dinge irgendwie was aussagen, was die eint oder vereint oder über einen Kamm schert. Zu Fuß den Fahrstuhl zu überholen, machte mir als Kind Spaß. Auch diesen Subjektsinfinitiv
können Sie nicht weglassen in diesem Satz. Sie können, wie gesagt, da was anderes einsetzen, aber Sie können den nicht ersatzlos streichen. Es handelt sich also hier in allen Fällen um obligatorische Ergänzungen. Genauso, oh, nicht genauso. Es friert mich, mich friert. Können Sie weglassen. Einige kennen diese Verwendung von diesen Verben nicht. Das war, letztes Jahr gab es da so einen Lacher an der Stelle, weil Leute gesagt haben, mich friert, das ist ja falsch. Aber das geht, also keine Sorge. Für die, die jetzt sagen, mich friert, klingt komisch, es gibt ganz viele SprecherInnen, bei denen das geht. Das gilt sogar eigentlich als bildungssprachliche, wie soll ich sagen, literatursprachliche Variante. Aber da können Sie das S weglassen. Sie können das verschieben. Mich friert es, aber Sie können es nicht weglassen. Das sollen jetzt alles irgendwie Subjekte sein, das hier vielleicht nicht. Was ist denn diesen obligatorischen Ergänzungen gemein? Ja, schauen wir mal. Da steht schon die Lösung. Das sind verbregierte, kongruierende Nominative. Aha, regierte Nominative. Frau Brüggenolte backt Kekse. Die mit dem Verb kongruieren. Frau Brüggenolte backt Kekse und nicht Backe-Kekse oder Backen-Kekse. Die alternativ können Sie Nebensätze an der Stelle haben. Dass es nicht mehr schneit, macht mich traurig. Die stehen da, wo sonst ein Nominativ stehen würde. Achtung, also die Nebensätze, die haben natürlich, die kongruieren nicht wirklich mit dem Verb. Also ein Nebensatz kann, so wie wir das besprochen haben, nicht dritte Person Singular sein. Das ist für Nebensatz keine vernünftige Kategorisierung. Das Verb steht dann nur in der dritten Singular, weil ihm nichts anderes einfällt. Das ist jetzt die saloppe Erklärung dazu. So, das war's. Das ist das Subjekt. Nichts mit Satzgegenstand, Handelnde und so weiter. Satzgegenstand, das können Sie ja gerne mal versuchen, das funktioniert auch nicht. Es gibt viel mehr Dinge, die Satzgegenstand sein können, als die sogenannten Subjekte. Handlung, also willentliches Handeln, ist auch nicht immer dabei. Es sind die Nominativergänzungen, die mit dem Verb kongruieren oder Sätze an ihrer Stelle. Das war's. Dann ist jetzt die Frage, brauchen wir den Begriff? Eigentlich nicht, weil wir können ja auch sagen, die kongruierenden Nominative oder Nebensätze an ihrer Stelle. Also mal eine ganz praktische Abkürzung. Sie merken schon, Subjekt ist kürzer als das, was ich gerade gesagt habe, diese etwas umständliche Charakterisierung. Aber so unbedingt nötig ist dieser Begriff nicht für das, was wir hier tun. Jetzt kommen wir zu etwas, was mich sehr fasziniert. Das hat mit Subjekten zu tun. Jetzt kommen spezifisch oder spezielle Subjekte, die für die Linguistik, vor allem die Syntax, ganz wichtig sind. Denn es ist nicht, was es scheint. Lustige Überschrift. Hier sehen Sie ganz viele Esse. Sie sehen in den Sätzen A bis F sechs verschiedene Vorkommnisse von S. S öffnet die Tür. Es regt mich auf, dass die Politik schon wieder versagt. Es öffnet ein Kind die Tür. Es wird jetzt gearbeitet. Es friert mich. Es regnet in Strömen. Was ich Ihnen jetzt gleich erzähle in den nächsten 5 Minuten, ist, dass das alles unterschiedliche S sind. Die haben alle unterschiedliche Eigenschaften. Was wir als erstes, und ich biete Ihnen Tests an jetzt, wie man das systematisch wegtesten kann sozusagen. Können wir dieses Pronomen es, können wir das durch ein Vollpronomen, also durch sowas wie dieses, ersetzen? Wenn Sie das bei diesen Sätzen mal durchgehen, dann stellen Sie fest, dass das nur bei A geht. Dieses öffnet die Tür. Es befinden sich mehrere Kinder in der Wohnung, dieses öffnet gleich die Tür. So. Können Sie machen. Dieses regt mich auf, dass die Politik schon wieder versagt. Dieses öffnet ein Kind die Tür. Das ist ja, muss ich jetzt lachen. Dieses öffnet ein Kind die Tür. Dieses wird jetzt gearbeitet. Dieses friert mich. Sie merken, das geht alles nicht. Hören Sie nicht. Das ist ein ganz normales Subjektpronomen hier oben. Und das sehen Sie daran, dass Sie es ersetzen können. Ein referenzielles Subjektpronomen, Sie können wirklich sagen, okay, wenn Sie dieses S benutzen, können Sie auf dieses Ding zeigen, worüber Sie gerade sprechen. So, jetzt bleiben also, das ist jetzt grau, jetzt bleiben B bis F übrig. Was machen wir denn mit denen? Nächster Test, was wir testen können oder sofort sehen können eigentlich, tritt das Ganze auf und korreliert mit einem sogenannten Subjektsatz. Dann haben Sie ein sogenanntes Korrelat vor sich. Das ist hier der Fall in B. Was heißt jetzt, es korreliert mit einem Subjektsatz? Das ist ganz einfach. Sie können dieses S weglassen und diesen Nebensatz an seine Stelle stellen.
Dass die Politik schon wieder versagt, regt mich auf. Sie können diese Korrelat, sogenannten Korrelat-S, immer wegnehmen, den Nebensatz, der dann vorhanden sein muss, an die Stelle des S stellen. Und alles ist im Grunde wie vorher, nur dass Sie ein S gespart haben. Warum haben wir diese Korrelate? Nur so kurz am Rande. Das liegt mit Sicherheit auch daran, dass wir die Angewohnheit haben, im Deutschen so Nebensätze generell irgendwie immer ganz ans Ende zu schieben. Und in manchen Fällen scheint es irgendwie nützlich zu sein, wenn man an einer bestimmten Stelle im Satz, das ist irgendwie so ein Anker, wo man dann irgendwie weiß, okay, Moment, da war dieser Platzhalter, irgendwo kommt vielleicht noch ein Nebensatz und den kann ich dann an der Stelle einsetzen. Also Sie können das aber auch anders machen. Sie können eben das hier auch an die Stelle des S stellen. Das sind sogenannte Korrelate. Jetzt bleiben noch C bis F übrig. Was machen wir wieder als nächstes mit denen? Wir können gucken, ob die immer in Satzerstposition stehen müssen oder ob wir die da wegbewegen können. Also ob die im sogenannten Vorfeld stehen. Und ob sie immer weglassbar sind. Das heißt, stehen sie immer im Vorfeld, immer am Satzanfang, können dann nicht wegbewegt werden, aber wir können sie weglassen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ein S, das besteht darauf, entweder stehe ich im Vorfeld oder nirgendwo. Und dann sehen wir, das können wir bei diesen beiden hier machen. Es öffnet ein Kind die Tür. Ein Kind öffnet die Tür. Wir können aber nicht machen, ein Kind öffnet es die Tür. Denn Sie können das nicht verschieben, das S, und dann einfach das Kind ins Vorfeld stellen. Wenn Sie das unbedingt wollen, das Kind ins Vorfeld stellen, müssen Sie das S weglassen. Genauso wie bei dem unpersönlichen Passiv, es wird jetzt gearbeitet, können Sie weglassen. Jetzt wird gearbeitet, das können Sie machen, dann muss das S aber rausfliegen, jetzt wird es gearbeitet, geht nicht. So. Das ist ja eigentlich irgendwie schon dasselbe und das ist das sogenannte positionale S oder einfach Vorfeld-S. Das ist das, was im Vorfeld steht, stehen muss oder wegfällt. Jetzt ist ja fast schon nichts mehr übrig. Noch diese beiden hier, es friert mich und es regnet in Strömen. Was tun wir jetzt mit denen? Wir können fragen, sind die optional? Können wir die weglassen? Die müssen nicht im Vorfeld stehen. Mich friert es, in Strömen regnet es. Ja, im Gegensatz zu diesem positionalen S können wir die irgendwo hinstellen. Aber die Frage ist eben, sind die optional? Wenn ja, wie hier, mich friert, es friert mich friert es, das ist alles gleich gut, dann haben Sie eine fakultative Ergänzung vor sich. Diese Verben, diese sogenannten Experiencer-Verben, mich ist ja jemand hier, dem ein, wie soll man sagen, ein psychischer Zustand irgendwie widerfährt, deswegen Experiencer-Verben, die sind festgelegt auf S, also da gibt es eine Ergänzung. Die muss nicht irgendwie nominativ sein, nee, die muss S sein. Ganz spezifisch das Wort S. Komisch, oder? Tja, vielleicht sind die Verben deswegen auch auf dem absteigenden Ast, da gibt es ja kaum noch welche von. Und viele, habe ich ja eben schon gesagt, können diese Konstruktion gar nicht mehr so richtig, weil man vielleicht sagen würde, ich friere. Gut, ist genauso gut, ne? Dann haben sie das Problem mit diesem fakultativen S nicht. Bei diesem S, bei dem Wetterverb, das können sie nicht weglassen, in Strömen regnet es. Sie können es umstellen, aber nicht in Strömen regnet. Dann fehlt da was. Ja, und dann haben Sie hier wieder sowas vor sich. Da ist ein Verb, das möchte eine Ergänzung, ganz spezifisch S. Und die kann man nicht mal weglassen. Und jetzt haben wir diese Verben wunderschön man kann schon sagen, das geht nach dem Verb so ein bisschen, nicht nur. Wir haben auf jeden Fall diese Arten von S schön ausdifferenziert. Wenn Sie sagen, naja, ob das jetzt so ein relevantes Wissen ist, naja, der Punkt ist, wenn Sie das verstanden haben, dann haben Sie ganz viel darüber verstanden, wie sogenannte Subjekte funktionieren, wie Verben funktionieren, wie das Vorfeld funktioniert und wie man in der ganz normalen theoretischen Syntax- und Grammatikforschung, wie man da argumentiert durch solche Tests. Das ist deswegen so ein wunderschönes Beispiel. Jetzt kommen die Prädikate. Prädikat ist auch so ein heißes Eisen, nicht? Das nimmt man oft so hin. Ja, man weiß doch, was ein Prädikat ist. Ich gehe, ich ist das Subjekt, gehe ist das Prädikat. Wunderbar. Und dann kommen die Sätze, die halt nicht so schön einfach sind. Gucken wir doch mal, wie ich immer so sage. Das sogenannte Satzprädikat, das meint man eigentlich, wenn man zum Beispiel in schulischen Lehrwerken vom Prädikat spricht, da meint man das, was man eigentlich Satzprädikat nennen müsste. Und da steht dann sowas.
Sie kennen die Quelle schon. Jeder vollständige Satz besitzt ein Prädikat. Das stand da so. Besitzt ein Prädikat. Ja, okay. Es drückt aus, was im Satz geschieht oder ist. Das Prädikat ist der wichtigste Bestandteil eines Satzes. Von ihm hängen die anderen Bausteine des Satzes ab. Das Prädikat ist immer eine konjugierte Verbform. Merken Sie was? Egal, was da sonst noch steht, wenn das Prädikat immer eine konjugierte Verbform ist, dann haben wir hier schon, also zumindest fast notwendigerweise, eine terminologische Redundanz drin. Das stand im selben Buch auf einer anderen Seite. Was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Prädikat und dem finiten Verb? Denn wenn das immer eine konjugierte Verbform sein muss, in vielen Sätzen, alle Sätze haben offensichtlich ein Prädikat, in vielen Sätzen gibt es nur eine Verbform, die konjugiert ist, das ist das normale finite Verb, ich gehe. Klar, in manchen Sätzen, ich möchte gehen, da haben Sie dann mehrere konjugierte Verbformen, nur die eine ist finit. Aber dann muss das ja, der muss ja die finite gemeint sein, hier in dieser Definition. Was ist dann jetzt der Unterschied zwischen Prädikat und finites Verb? Weiß ich auch nicht. Vielleicht ist dann so eine analytische Verbform wie geklebt haben durfte. Ich freue mich, dass ich geklebt haben durfte. Vielleicht ist das dann eine Form, obwohl das eigentlich drei Wörter sind. Dann ist das eine, vielleicht im Sinn dieser Definition, eine konjugierte Verbform, finde ich schwierig, weil es halt drei Verben sind, die ich auch umstellen kann und so. Das Prädikat drückt aus, was geschieht oder ist. Der Satz Chloe spielt Tennis drückt aus, dass Chloe Tennis spielt. Also ist Chloe spielt Tennis das Prädikat, oder? Nee, nicht, ne? Weil es keine Verbform ist, keine konjugierte, aber also dieses drückt aus, was im Satz geschieht oder ist, abgesehen davon, dass das sprachlich sehr schlecht ist, diese Definition, kann auch nicht stimmen. Vielleicht muss man das Subjekt weglassen, das haben wir ja schon rausdefiniert, dann bleibt übrig, spielt Tennis. Das ist aber auch in den allermeisten Ansätzen, die ich kenne, meint man nicht dann das mit Prädikat. Das ist das Prädikat und ein Objekt. Das Prädikat ist ein sehr wichtiger Begriff, wenn Sie Semantik machen. Wenn Sie formale, eine bestimmte Sorte von Semantik, die ich früher mal total toll fand, nämlich formale Semantik, dann brauchen Sie die sogenannte Prädikatenlogik. Die brauchen Sie aber nicht, um die Grammatik des Deutschen zu beschreiben. Versichere ich Ihnen, Sie brauchen keine Prädikatenlogik dafür. Können Sie machen, brauchen Sie aber nicht. Das heißt, das ist ein Begriff, der eigentlich ganz woanders herkommt. Und der in der Schulgrammatik definitiv also gar nichts zu suchen hat. Das, was man mit Prädikat meint, sind in der Regel die infiniten und finiten Verbformen. Also das, was im Nebensatz der Verbkomplex ist. Ja, okay. Da hängt aber keine spezifische Funktion dran. Diese ganzen funktionalen Definitionsversuche, die gehen alle komplett daneben. Da steht im Buch nochmal ausführlicher, aber das Wesentliche haben Sie hier auf der Folie. Jetzt gibt es noch andere Dinge, die als Prädikate bezeichnet werden. Kommen wir mal zu den Prädikativergänzungen. Ich gebe Ihnen wieder Beispiele. Sowas nennt man auch oft ein Prädikat. Gesund. In Stieg wird gesund. Oder ein Arzt. In Stieg bleibt Arzt. Stieg ist, wie er ist. Nennt man auch gerne mal eine Prädikatsergänzung oder Prädikativergänzung. Stieg ist in Kopenhagen. Okay, in Kopenhagen soll auch sowas sein. Das sind die sogenannten Prädikativergänzungen, die, wie Sie sehen hier, bei sogenannten Kopularverben auftreten, sein, bleiben, werden. Da haben Sie ja hier immer das Subjekt, wenn es eins ist. Und wenn Sie es so nennen wollen, also Nominativ, Sie können für Stieg hier immer der Neurochirurg einsetzen. Und dann haben Sie hier noch irgendwas. Gesund, ein Arzt, wie er ist, in Kopenhagen. Und die können Sie alle nicht weglassen. Manchmal werden die Prädikatsnomen genannt, das ist ein bisschen blöd, weil wie er ist und in Kopenhagen sind halt jetzt keine Nomina. Deswegen ist eigentlich die Bezeichnung Prädikatsnomen so ein bisschen, also da reden Sie dann eigentlich nur über diese ersten beiden Dinge hier, obwohl das eigentlich alles zusammengehört. Aber rechnen Sie damit, dass diese Bezeichnung manchmal benutzt wird. Das Interessante an den Nominativen, wie hier, ist, dass die nicht mit dem Verb kongruieren. Das heißt, in diesem Satz ist Stieg offensichtlich das Subjekt. Dieser Nominativ hier ist es nicht. Schauen Sie noch mal ins Buch oder versuchen Sie doch selber mal, das ist vielleicht eine schöne Übung, die könnte ja auch wichtig werden. Überlegen Sie sich einfach mal Sätze, an denen man zeigen kann, dass das nicht so ist.
Jetzt gibt es noch so ähnliche Dinger. Resultativprädikate. Ich zeige Ihnen, was das ist. Und die Frage ist, sind das jetzt Adverben oder Adverbiale oder sowas? Weil man muss die ja irgendwie klassifizieren. Diese Dinge, die Sie jetzt hier sehen. Leer in erfischt den Teich leer. Da haben Sie jetzt kein Kopularverb, aber Sie haben sowas Ähnliches wie eben bei diese Prädikativergänzungen bei den Kopularverben. Oder grün in sie färbt den Pullover grün oder zu Brei in erstampft die Äpfel zu Brei. Was ist denn das? Sind das adverbiale Bestimmungen? Sind das Objekte? Was würden Sie sagen? Die Frage oder der Test, ich gebe Ihnen ja nicht gerne immer nur Beispiele, sondern auch den passenden Test dazu. Was Sie machen können ist, das sozusagen umformulieren oder rausnehmen, wie in diesem Schema. Er fischt den Teich leer. Kann man dann sagen, der Teich wird leer? Ist das sozusagen eine notwendige Folge? Oder sie färbt den Pullover grün, der Pullover wird grün. Er stampft die Äpfel zu Brei, die Äpfel werden zu Brei. Sind das jeweils, was in diesen Zusätzen hier in Blau formuliert wird, sind das, ich sage jetzt mal, logische Folgen aus den Originalsätzen? Ja, oder? Das heißt, wenn man sowas macht wie den Teich leer fischen, dann wird der Teich leer. Kann natürlich sein, dass man vorher aufhört, aber unter der Annahme, dass die Handlung erfolgreich bis zu Ende ausgeführt wird, ist hinterher der Teich leer. Sonst hat man ihn ja nicht leer gefischt. Sonst wollte man ihn leer fischen vielleicht, aber hat es nicht getan. Damit sehen wir, es gibt ja hier, nehmen Sie ja immer eine Copula, wird, werden. Und das zeigt irgendwie, die sind ähnlich wie diese Prädikativergänzungen bei den Copula-Verben. Man nennt die auch Resultativprädikate, weil sie den Resultatszustand beschreiben von dieser Handlung. Die können Sie wegen mir also gerne Resultativprädikate nennen. Es sind aber keine einfachen Angaben, weil sie eine Valenzänderung haben. Überlegen Sie mal, er fischt den Teich leer. Den Teich ist der Akkusativ. Wenn Sie sich das Verb fischen ohne leer angucken, er fischt Karpfen oder sowas, dann haben Sie da einen völlig anderen Akkusativ. Der normale Akkusativ bei Fischen, das ist eine ganz andere semantische Rolle als der Teich. Den Teich hat man ja nicht an der Angel dann beim Fischen, sondern den Karpfen. Aber sobald Sie dieses leer als Resultativprädikat hinzufügen, ändert sich was an der gesamten Verbbedeutung und an der Bedeutung des Akkusativs. Das heißt, das kann nicht einfach eine Angabe sein. Es muss sich um eine Valenzänderung handeln. Die Rollen ändern sich und die Kasusvergabe ändert sich. Es sind also nicht adverbiale Bestimmungen. Sehen Sie auch daran, wenn Sie es weglassen in diesen Sätzen, also in manchen von denen, erfischt den Teich, geht nicht. Ne? Weil dann denkt man irgendwie, wie soll denn das gehen? Der hat doch nicht hinter den ganzen Teich an der Angel. Natürlich, sie färbt den Pullover grün, da können Sie es weglassen, aber färben hat halt auch vorher schon genau so einen Akkusativ. Das sind alles Dinge, wenn man einmal vom Prädikat anfängt, dann muss man da auch durch. Nochmal Prädikativergänzungen. Sind das Prädikative oder gar Prädikatsnomina? Jetzt kommt noch eine Klasse von Verben, über die wir reden. Es sind wieder keine Copula-Verben, es sind keine Verben mit einem Resultativprädikat. Ja, was ist es denn dann? Ich halte den Begriff für unnütz. Sie gelten bei mir als Langweiler. Kein schöner Satz. Das Eis schmeckt toll. Sind das Resultativprädikate? Der Begriff wird für unnütz. Sie sind oder werden als Langweiler. Das Eis ist oder wird toll. Das geht irgendwie alles nicht. Das heißt, dieser Test schlägt hier fehl. Das heißt, diese Verben sind von Hause aus keine Copulas. Sie sind nicht sein, bleiben, werden. Immer wenn ich Copula sage, können Sie gerne in Ihrem Kopf aufklappen, sein, bleiben, werden. Und dieser Test, den ich Ihnen für die Resultativprädikate gezeigt habe, geht auch nicht. So, das heißt, die haben keine Ähnlichkeit zur Kopulativergänzung. Die Form ist vom Verb gleichzeitig aber vorgegeben. Sie können ja nicht sagen, ich halte den Begriff unnütz. Oder ich halte den Begriff unter unnütz oder über unnütz, geht alles nicht. Da muss für stehen. Das heißt, die haben eine bestimmte Form, die vom Verb vorgegeben wird. Das heißt, das sind einfach Verben, die eine bestimmte Art von Ergänzung fordern, die nichts mit allem anderen, was wir prädikativ genannt haben, bisher zu tun hat. Also eine Für-PP bei halten,
eine als PP bei gelten oder eine Adjektivergänzung bei schmecken und so weiter. Jetzt kommen wir zu den Passiven. Da wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon hin. Wir schauen uns hier jetzt erstmal nur das sogenannte Werden-Passiv oder Vorgangspassiv an. Das ist dasselbe, das sind zwei Wörter für dasselbe. Es gibt, wie Sie nachher sehen werden, mehrere Passive. Es gibt sogar noch mehr als die, die ich Ihnen zeige. Und als erstes kommen natürlich die Beispiele. Nach diesem Satz hier, der mir so beigebracht wurde in der 5. oder 6. Klasse, nur transitive Verben können passiviert werden. Fertig. Ich weiß nicht, ob noch dazu gesagt wurde, alle transitiven Verben können passiviert werden. Beide Aussagen sind komplett falsch. Was stimmt denn? Schauen wir uns die Beispiele an. Johann wäscht den Wagen. Das ist ein Aktivsatz. Der Passivsatz dazu ist entweder der Wagen wird von Johann gewaschen oder einfach nur der Wagen wird gewaschen. Die Variante ohne dieses von Johann ist die, die in 90% der Fälle kommt. Meistens wird dieses von wird weggelassen. In ungefähr grob 90% der Fälle. Und in 10% der Fälle haben Sie dann noch diese Präpositionalphrase dann. Okay, also waschen kann man passivieren. Ist ein transitives Verb. Alma schenkt dem Schlossherrn den Roman. Können Sie auch passivieren. Dann wird daraus, der Roman wird dem Schlossherrn von Alma oder eben ohne von Alma geschenkt. Und ich lasse jetzt immer dieses Blaue lasse ich jetzt weg. Denken Sie es dazu in 10% der Fälle. Ja, was haben wir denn hier? Ist es ein transitives Verb? Weiß ich nicht, was Sie da gelernt haben. Also bei mir ist das ein ditransitives Verb. Ein Begriff, den ich schon mal erwähnt habe, den Sie vielleicht vorher nicht kannten. Kann man auf jeden Fall passivieren. Johann bringt den Brief zur Post. Da haben wir so ein Verb, das ist transitiv. Und dann kommt da noch eine PP. Der Brief wird zur Post gebracht, kann man passivieren. Danken. Der Maler dankt den Fremden. Machen Sie ein Singular draus, dem Fremden, das ist ein Dativ. Das ist kein transitives Verb, das hat keinen Akkusativ. Den Fremden wird vom Maler gedankt. Das ist auf jeden Fall eins, was man passivieren kann. Johann arbeitet hier immer montags, das ist nun ein intransitives Verb. Montags wird immer gearbeitet. Geht auch, ist auch passivierbar. Hier haben Sie jetzt ein Verb, der Ball platzt bei zu hohem Druck. Das geht irgendwie nicht. Bei zu hohem Druck wird vom Ball geplatzt. Ist irgendwie komisch, oder? Kleiner Ausblick auf das, was wir gar nicht mehr machen. Der Satz, den kann man plötzlich so machen, dass er geht. Generell gilt, bei zu hohem Druck wird geplatzt. Gruselig, oder? Dann geht der. Ja, da müssten Sie noch mal nachlesen, das kann ich Ihnen jetzt heute, da haben wir die Zeit nicht für, was das dann wieder für eine Ausnahmeregelung ist. Der Rottweiler fällt Michel auf. Michel wird aufgefallen, geht irgendwie nicht. Warum? Welche Verben kann man denn nun passivieren? Das müsste ja sich irgendwie vielleicht jetzt hier draus ergeben. Auf jeden Fall sehen wir, es sind nicht nur die Transitiven. Was passiert denn beim Vorgangspassiv? Was machen wir eigentlich? Und da kommen wir dann zu der Lösung der Frage, welche Verben kann man überhaupt passivieren? Was passiert denn da? Wir haben das Auxiliar oder Hilfsverb, das ist ja nur eine andere Bezeichnung für Hilfsverb, werden. Das Verb des Aktivsatzes tritt dann im sogenannten Partizip auf. Wird gekauft, wird geschlafen. So, dem Werden und Partizip. Das ist auf der Formseite, was die Verben angeht, der Punkt, den das wussten Sie ja wahrscheinlich schon. Für die Passivierbarkeit ist jetzt relevant die Nominativergänzung. Ich habe gelernt, wenn Sie sich das überlegen, das Wichtige ist, dass das Verb einen Akkusativ hat. Das stimmt nicht. Es ist wichtig, dass es einen bestimmten Nominativ hat. Die Passivierung ist nämlich eigentlich eine Valenzänderung. Sie nehmen die Nominativergänzung und schmeißen die weg. Oder Sie machen so eine Präpositionalphrase mit von oder durch, geht bei manchen auch, daraus. Die muss aber nicht stehen, die steht nur in 10% aller Fälle. Im Grunde nehmen Sie das Subjekt und salopp gesagt schmeißen das weg. Das kommt dann im Passiv nicht mehr vor. Die eventuelle Akkusativergänzung, wenn es denn eine gibt, die wird zum neuen Subjekt im Passiv. Aber wir haben das auch schon gesehen, wenn es nun keinen Akkusativ gibt, wie jetzt wird geschlafen, schlafen hat keinen Akkusativ. Und dann hat der Satz im Passiv hat halt kein Subjekt, da ist kein Nominativ. Ja,
Das ist doch egal. Geht offensichtlich. Wenn eben kein Akkusativ da ist, wie ich schon gesagt habe, dann gibt es im Passiv auch kein Subjekt. Wenn da so ein S steht, ist das positional. Gehen Sie ein paar Folien zurück, da stand das. Wenn da eine Dativergänzung ist, ich gebe dem Kollegen das Buch wird dem Kollegen gegeben, damit der passiert einfach nichts. Der Dativ hat mit dem ganzen Vorgangspassiv nichts zu tun. Der bleibt einfach so, wie er ist. Auch bei Angaben. Ich gebe dem Kollegen im Büro das Buch. Das Buch wird dem Kollegen im Büro gegeben. So, an im Büro. Das ändert sich nichts. Das ist im Aktivsatz genau dasselbe wie im Passivsatz. Das ist doch schon mal wunderbar. Jetzt haben wir doch fast alles. Was sind jetzt die nicht passivierbaren Verben? Na, das sind die ohne agentivische Nominativergänzung. Achtung, wie wir eben schon gesehen haben, gilt das nur mit prototypischem Charakter. Das ist die große Generalisierung. Es gibt aber eben auch die anderen Fälle, über die wir jetzt hier nicht so prominent reden. Die werden im Buch auch nur kurz angesprochen. In der vierten Auflage wird da mehr zu drinstehen im Buch. Aber das Wichtige ist, Sie brauchen ein Subjekt und das muss etwas bezeichnen, was willentlich handelt. Wenn Sie sich jetzt deutsche Texte nehmen und mal gucken, was wird da so passiviert, dann müssen Sie hunderte von Passiven sehen. Also es kann natürlich auch sein, dass Sie Pech haben und gleich das erste ist eins, wo diese Generalisierung nicht zutrifft. Aber im Durchschnitt, wenn Sie dieses Spiel sehr oft spielen, ich suche mir jetzt mal alle Passive, dann müssen Sie im Normalfall mehrere hundert Passive lesen, bevor eins kommt, wo das nicht gilt. Das ist also der Normalfall fürs Passiv. Was wir jetzt damit kriegen, dadurch, dass wir jetzt wissen, welche Verben passivierbar sind, ist eine feinere Klassifikation von Verben. Dieses Kriterium, kann man passivieren, also hat das Ding einen agentivischen Nominativ, das können wir natürlich jetzt irgendwie zurückfließen lassen. Wir können jetzt eben dann eine Neuklassifikation von Verben vornehmen. Und wenn so eine Klassifikation irgendwas bringen soll, dann finde ich, muss man die semantischen Rollen berücksichtigen. Das haben wir eben gerade eigentlich gesehen. Sonst können Sie ja gar nicht anhand der Valenz irgendwie sagen, welche Verben passivierbar sind. Die Transitiven sind es nicht, die mit dem Nominativ, die Nominativ haben, sind es auch nicht. Sie müssen dazu sagen, welcher Nominativ das ist. Das heißt, die Bedingung fürs Vorgangspassiv ist, dass es ein Nominativ der ein handelndes Individuum bezeichnet. Oder ein paar Ausnahmen. Dann kriegen Sie sowas hier, jetzt nicht mehr nur transitiv, intransitiv, sondern Sie kriegen die agentivischen Nominativ nehmen, wie arbeiten. Der Kollege arbeitet, können Sie passivieren, es wird gearbeitet. Heute wird gearbeitet. Das sind die sogenannten unergativen Verben. Das sind die intransitiv sind, nur einen Nominativ nehmen und der ist aber agentivisch. Jetzt gibt es die platzen auch, wenn Sie versuchen, die ins Passiv zu setzen. Das hatte ich ja eben auf der einen Folie, das Beispiel. Es wird vom Ballon geplatzt. Das geht nicht, außer Sie machen was ganz Spezielles mit diesem Verb. Normalerweise geht das aber nicht. Das heißt, die haben zwar ein Nominativ, der Ballon platzt, aber der ist nicht agentivisch. Das sind die sogenannten unakkusativen Verben. Dann haben Sie die normalen Transitiven wie waschen. Das Auto wird gewaschen. Wenn ich wasche das Auto, das tue ich willentlich. Und das Auto wird dann halt im Passiv zum Subjekt. Okay, können Sie passivieren. Sie können auch, wenn das Ganze einen agentivischen Nominativ und Dativ hat, danken. Ich danke dem Kollegen. Dem Kollegen wird gedankt. Der bleibt halt unberührt vom Passiv der Dativ. Die können Sie passivieren. Jo, das sind unergative Dativverben bei mir. Und dann haben Sie natürlich konsequenterweise auch unakkusative Dativverben, also auffallen. Der Ballon fällt mir auf, mir wird aufgefallen. Uff. Geht irgendwie nicht. Und dann haben wir die sogenannten Ditransitiven mit einem agentivischen Nominativ, einem Dativ und einem Akkusativ. Auch die kann man passivieren. Wunderbar. Wir könnten das jetzt hier noch fortsetzen, wie ich immer sage. In einem Valenzwörterbuch finden Sie hunderte verschiedene von Valenztypen. Das können unmöglich alle sein, aber das sind wahrscheinlich schon die wichtigsten für die Syntax und Morphosyntax. Das sind die, wo sich ganz viel dran festmacht. Jetzt habe ich eben gesagt, es gibt nicht nur ein Passiv. Es gibt noch das sogenannte Bekommen- oder Rezipientenpassiv.
da schwanken manchmal so die Vorstellungen oder die Intuitionen, welche von diesen Formen, die Sie jetzt gleich sehen, noch gehen und welche nicht gehen. Schauen wir mal. Sie werden eine bestimmte Reaktion haben auf diese Beispiele. Mein Kollege bekommt den Wagen gewaschen. Finde ich super. Ist zu demselben Satz, den wir eben schon hatten, jetzt das Bekommen passiv. Der Schlossherr bekommt den Roman geschenkt. Mein Kollege bekommt den Brief zur Post gebracht. Die Fremden bekommen gedankt. Das finden dann schon ganz viele irgendwie komisch. Mein Kollege bekommt hier immer montags gearbeitet. Finde ich, geht schon gar nicht mehr. Mein Kollege bekommt bei zu hohem Druck von dem Ball geplatzt. Völlig schräg. Michelle bekommt aufgefallen und wird auch nicht wirklich besser, wenn Sie sagen, Michelle bekommt von dem Rottweiler aufgefallen. Jetzt sehen Sie wahrscheinlich, was das ungefähr für eine Konstruktion ist. Sie haben da immer bekommen und dann Partizip und so weiter und so weiter. Und manchmal geht das und manchmal geht das nicht. Das ist im Grunde genau so eine Passivbildung wie das Vorgangspassiv. Was ist der Hauptgrund? Ob Sie das bilden können oder nicht, hängt an derselben Generalisierung. Das hängt genauso wie das Vorgangspassiv daran, ob Sie einen agentivischen Nominativ haben bei diesen Verben. Wenn ja, geht's, wenn nein, geht's nicht. Und dann passieren noch ein paar andere Kleinigkeiten, die sich unterscheiden. Was passiert also bei diesem sogenannten Rezipientenpassiv? Und jetzt steht hier überwiegend dasselbe wie auf der Folie, wo ich Ihnen gesagt habe, was denn jetzt beim Vorgangspassiv passiert. Und alles, was gleich ist, ist grau. Alles, was sich gar nicht ändert, vom Vorgangspassiv zu diesem Rezipientenpassiv, ist grau. Das Auxiliar, das Hilfsverb, ist hier bekommen und nicht werden. Das ist anders. Die Verbform dann dazu, bleibt dabei, ist ein Partizip. Ich bekomme geholfen, ich bekomme den Wagen gewaschen und so weiter und so weiter. Gewaschen, geholfen, ist ein Partizip. Das ist dasselbe. Für die Passivierbarkeit, auch bei diesem Passiv, ist relevant die Nominativergänzung. Zwar muss das ein agentivischer Nominativ sein, ändert sich nichts. Die Passivierung ist eine Valenzänderung. Das heißt, Sie nehmen das Verb und machen eigentlich ein Verb mit einer neuen Valenz draus. Und dabei gilt wie vorher, die Nominativergänzung wird zu einer optionalen Präpositionalphrase mit von. Ich bekomme von dem Kollegen das Buch geschenkt. Der Akkusativ, wenn denn da einer ist im Aktiv, beim Aktivverb, mit dem passiert einfach nichts. Es ist genauso wie der Dativ beim Vorgangspassiv, mit dem passiert ja auch nichts. Und hier beim Bekommen-Passiv oder Rezipientenpassiv passiert mit dem Akkusativ nichts, wenn Sie das Verb passivieren. Mit was passiert denn dann was? Naja, und das ist der Kernpunkt, die Dativergänzung wird zur Nominativergänzung. Der Kollege wäscht mir den Wagen. Ich bekomme von dem Kollegen den Wagen gewaschen. Sehen Sie das? Wäscht mir den Wagen. Ich bekomme von dem Kollegen den Wagen gewaschen. Der Dativ wird zum Nominativ. Das ist der wichtige Unterschied zum Vorgangspassiv. Und es gilt eine Zusatzbedingung. Und die gilt hier wirklich, wenn Sie keinen Dativ haben, können Sie dieses Passiv nicht bilden. Sie können das Vorgangspassiv bilden, wenn Sie keinen Akkusativ haben, aber Sie können dieses Passiv nicht bilden, wenn Sie keinen Dativ haben. Das geht dann nicht. Das heißt, das sind die beiden wesentlichen Unterschiede zum Vorgangspassiv. Eigentlich ist es dasselbe. Und auch der Test auf Passivierbarkeit ist im Wesentlichen, der wichtige ist derselbe. Hat das Ding einen agentivischen Nominativ? Deswegen sind die nicht passivierbaren Verben auch für dieses Passiv dieselben. Und auch hier gilt es nur prototypisch. Jetzt gab es hier diese zweifelhaften Verben. Mein Kollege bekommt hier immer montags von Johann gearbeitet. Das ist ja irgendwie schräg, aber arbeiten ist doch nun, hat doch einen Agens. Man arbeitet ja nicht aus Versehen. Ja, woran liegt das denn? Dann kann man uns mal angucken, ist der zugehörige Aktivsatz denn besser? Montags arbeitet Johann meinem Kollegen hier immer. Der geht genauso, ist genauso schlecht. Irgendwie, dieser Dativ hier, der ist irgendwie schräg. Und das illustriert genau das, was ich eben gesagt habe. Wenn da nicht ein koscherer Dativ ist beim Aktivverb, dann ist die Bekommen-Passivierung irgendwie auch, geht auch nicht.
Das ist also gar keine Frage des Rezipientenpassivs, sondern man würde hier nicht sagen, er arbeitet meinem Kollegen, sondern er arbeitet für meinen Kollegen. Das ist halt einfach eine Grille dieses Verbs irgendwie. Das müsste man gesondert weg erklären. Ja, jetzt sind wir fast schon durch. Jetzt kommt noch eine, so eine Art Zusammenfassung, die aber noch mal ein paar Begriffe klärt, die eigentlich ganz wichtig sind. Nämlich unter anderem den Begriff Objekt. In Relation zu unserem Begriff der Valenz. Sie würden ja vielleicht jetzt auch gerne wissen, na, was sind denn nun Objekte? Subjekte habe ich Ihnen schon gesagt, was das ist, und gesagt, ja, das ist eine ganz praktische Abkürzung irgendwie, das Wort Subjekt. Das spart uns immer so einen ganzen Satz zu sagen. Ist doch gut. Objekte können wir vielleicht genauso abhaken. Schauen wir mal. Wir unterscheiden ja immer zwischen direkten und indirekten Objekten. Ich fange mal mit den direkten an. Das ist jetzt kaum anders erstmal als beim Subjekt. Wir haben eine bestimmte Art von Ergänzung. In dem Fall ist es der Akkusativ. Oder Nebensätze an deren Stelle. Es gibt ja Objektsätze. Über die haben wir schon gesprochen in der Syntax eigentlich. Also in der Syntax letztes Mal. Jetzt gibt es Probleme. Also das war schon die Definition von direktem Objekt. Jetzt gibt es so ein paar kleine Probleme. Die sind jetzt nicht so dramatisch, weil diese Verben so selten sind, aber es gibt ja so Doppelakkusativverben. Ich lehre Ihnen das Schwimmen. Ich nehme jetzt hier die Maskulina ohne Gendern und so weiter, weil dann sehen Sie die Kasus richtig schön deutlich. Ich lehre Ihnen das Schwimmen. Das Schwimmen wird Ihnen gelehrt. Also kann man das passivieren? Irgendwie, also so nicht. Sie können also zumindest das hier nicht unter der Passivierung irgendwie transformieren. Er wird das Schwimmen gelehrt, finde ich, geht auch nicht. Sie können also irgendwie diese Dinger nicht ganz normal passivieren. Diese Akkusative sind irgendwie beide blockiert für die Subjektwerdung bei der Passivierung. Was geht, anders als im Buch steht, da ist mir was durch die Lappen gegangen, hier wird das Schwimmen gelehrt. Das geht. Also wenn Sie diesen Akkusativ hier im Grunde ganz aufgeben und ein unpersönliches Passiv draus machen, dann geht das plötzlich. Das ist sehr spannend, da würde ich jetzt auch gerne sehr lange drüber reden, aber Sie werden mir zustimmen, das ist eher ein kleineres Problem, weil diese Verben so verdammt selten sind. Das heißt, wir haben hier schon einen unterschiedlichen Status dieser Akkusativergänzungen. Die erste entspricht eher der von normalen Transitive, aber auch nicht so richtig. Und wie gesagt, anders als im Buch steht, gehen unpersönliche Passive von diesen Verben. Also dieser Satz hier, ich hoffe, Sie stimmen dem zu, dass dieser Satz hier irgendwie, hier wird das Schwimmen gelehrt, der ist eigentlich ganz okay. Ich wollte ja nicht lange drüber reden, aber ein Problem von diesen Verben ist natürlich, dass sie assimiliert werden zu einer anderen Klasse von Verben. Viele sagen, und das ist eigentlich auch das, wo das System irgendwie hindriftet, ich lehre ihm das Schwimmen, also mit dem Dativ. Und dann haben sie nicht mehr so ein perverses Doppelakkusativ-Verb vor sich, sondern so einen Verbtypus, den man auch an anderer Stelle findet. Und dann gehen plötzlich, also verhält sich das auch ganz normal. Dann gehen die Passive so, wie man das erwartet, und alles ist schön. Was sind jetzt die indirekten Objekte? Und da wird es noch einmal ganz kurz zum Schluss ein bisschen fummelig. Denn indirekte Objekte, das sind ja die Dative, Dativobjekte. Und da müssen wir uns jetzt fragen, welche sind denn Teil der Valenz? Und jetzt habe ich Ihnen eben zweimal gesagt, das Passiv ist eigentlich eine Valenzänderung. Und darauf kommen wir jetzt zurück. Alma gibt ihm heute ein Buch. Hier sind die Dative. Für die wir jetzt entscheiden müssen, sind es Objekte oder sind das adverbiale Bestimmungen? Wir würden sagen, sind das Ergänzungen oder Angaben. Alma gibt ihm heute ein Buch. Alma fährt mir heute aber wieder schnell. Oh, Alma fährt mir aber heute wieder ein bisschen schnell. Alma mäht mir heute den Rasen. Alma klopft mir heute auf die Schulter. So, jetzt haben wir hier verschiedene Dative, jeweils mir. Unterscheiden die sich irgendwie? Und sind die alle in gleicher Weise kompatibel zum Bekommen-Passiv? So, das ist jetzt also recht einfach, die Frage, ob das Ergänzungen sind, weil wir diesen Test machen können. Sind die denn passivierbar? Und dann sehen wir Folgendes. Er bekommt von Alma heute ein Buch gegeben. Finden einige vom Stil oder Register her nicht schön, aber der geht auf jeden Fall. Der geht auf jeden Fall besser als ich bekomme von Alma heute aber wieder schnell gefahren.
Also Sie können da nicht, wenn Sie sagen, oh, die fährt mir aber heute wieder schnell, da können Sie nicht sagen, oh, ich bekomme von der heute aber wieder schnell gefahren. Also das ist indiskutabel. Das geht auf jeden Fall nicht. Ich bekomme von Alma heute den Rasen gemäht. Geht. Ich bekomme von Alma heute auf die Schulter geklopft. Geht auch. Das heißt, irgendwie auffällig ist nur das hier. Alma fährt mir heute aber wieder schnell. Den kann man nicht beim Bekommen-Passiv als valenzgebundenen Dativ benutzen. Aha, das heißt, der muss irgendwie raus und die anderen sind alle Ergänzungen. Die vier wichtigen verbabhängigen Dative, da haben Sie diesen hier, und diesen hier. Jetzt farblich kodiert, das sind dieselben Sätze. Der hier ist die ganz normale Ergänzung beim ditransitiven Verb, geben. Jemand gibt jemandem etwas. Das ist ein ganz normales ditransitives Verb, wie eben besprochen. Können Sie passivieren, ist auf jeden Fall ein Objekt, also ist auf jeden Fall eine Ergänzung. Der rote, da haben wir schon gesehen, kann man nicht passivieren. Das ist der sogenannte Bewertungsdativ. Und ein kleiner Tipp, den können Sie auch zu einem Satz zupacken, wo es schon ein Dativ gibt. Und im Buch steht dieser Satz, die Oma gibt mir, dem Hund, in letzter Zeit zu viel Nassfutter. Gib mir, dem Hund. Zwei Dative hintereinander. So, das ist der sogenannte Bewertungsdativ. Der ist, wenn Sie so wollen, eine adverbiale Bestimmung. Ich würde halt das eine Angabe nennen, weil der nicht passt, der ist beim Bekommen passiv nicht als Dativ verwendbar. Der fällt irgendwie raus. Und der muss auch an bestimmten Stellen stehen. Der muss entweder im Vorfeld stehen oder direkt nach dem finiten Verb. Was Sie nicht machen können, ist, also Sie können machen, mir fährt Alma heute aber wieder schnell. Was aber nicht geht, Alma fährt heute mir aber wieder schnell. Das geht nicht. Sobald Sie den von einer dieser beiden Positionen, im Buch steht es ein bisschen falsch, aber sobald Sie den von einer dieser beiden Positionen wegbewegen, dann geht der nicht mehr. So, der ist also in jeder Hinsicht besonders. Das ist tatsächlich eine Angabe. Das hier ist der sogenannte Nutznießer-Dativ und das ist der sogenannte Pertinenz-Dativ. Die können Sie im Grunde, also vor allem den Nutznießer-Dativ, den können Sie so ziemlich allen Verben hinzufügen, die nicht schon so sind wie diese Verben hier. Können Sie allen Verben hinzufügen? Den können Sie da. No? Deswegen sagen wir, das ist eine Valenzanreicherung. Das heißt, Sie können den nehmen, wenn wir uns jetzt mal hier auf diesen Nutznießer-Dativ beschränken, den können Sie jedem Verb, außer das macht semantisch, irgendwie gibt es gar keinen Sinn, hinzufügen. Dann können Sie den aber auch in der normalen Bekommen-Passivierung benutzen. Jetzt kommt das Ganze einmal durchexerziert: Valenzveränderungen am Beispiel. Anreicherung und dann Passivierung. Wir beginnen mit dem Verb. Mit einem Verb, was einen agentivischen Nominativ und einen Akkusativ hat. Alma mäht den Rasen. Wunderbar, das ist der ganz normale Aktivsatz. Jetzt können wir, wie fast allen Verben, diesen Nutznießer-Dativ hinzufügen. Wir können hinzufügen, für wen sie das tut, sozusagen. Alma mäht meinem Kollegen den Rasen. Jetzt haben Sie plötzlich einen Dativ. Und das ist eben keine Angabe, das ist keine adverbiale Bestimmung, sondern das ist Teil der Valenz geworden. Das sehen wir daran, dass Sie jetzt das Rezipientenpassiv bilden können. Mein Kollege bekommt von Alma den Rasen gemäht. Wunderbar. Das heißt, wenn man sich einmal auf diese Valenzanalyse eingelassen hat, dann folgen hier ganz viele Dinge automatisch aus den Fakten, aus daraus, dass diese Sätze halt gehen oder nicht gehen. In dem Fall gehen sie eben alle. Und ganz zum Schluss bei den Objekten sage ich Ihnen jetzt noch was zu Präpositionalobjekten. Bei Präpositionalphrasen ist es manchmal etwas schwierig zu entscheiden, ob die jetzt ein Objekt sind oder eine adverbiale Bestimmung, eine Ergänzung oder eine Angabe. Schauen Sie sich diese Beispiele an. Die sind so ausgewählt, dass da auch wirklich kein Zweifel besteht. Viele Menschen leiden unter Vorurteilen. Viele Menschen schwitzen unter Sonnenschirm. Jetzt haben Sie hier zwei Präpositionalphrasen mit unter. Aber wenn Sie sich diese Sätze mal angucken, dann haben Sie wahrscheinlich sofort eine sehr gute Intuition, dass sich die Funktion dieser beiden Präpositionalphrasen in den Sätzen jeweils deutlich unterscheidet. Die haben nicht beide dieselbe Funktion. Nehmen wir das mal auseinander. Die Ergänzungen, wie hier unter den Vorteilen, leiden unter Vorurteilen, nicht Vorteilen. Unter Vorteilen leidet man meistens nicht. Die Semantik dieser Präpositionalphrase, die hängt am Verb. Unter Vorurteilen.
Sehen Sie das? Unter Sonnenschirm? Okay, da kann ich mir was drunter vorstellen. Das ist irgendwas, was da ist ein Sonnenschirm und irgendwas passiert da drunter. Aber unter Vorurteilen? Was, die sind ja nicht räumlich irgendwie. Ich kann ja nicht unter Vorurteilen stehen. Das geht nicht. Also das heißt, irgendwie mit dieser Präpositionalphrase kann ich wirklich semantisch erst was anfangen, wenn ich das Verb dazu kenne. Das heißt, die Rolle ist verbgebunden, wird vom Verb zugewiesen. Bei Angaben wie schwitzen unter Sonnenschirm ist die Semantik frei. Sie können schwitzen unter Sonnenschirm, Sie können nicht schwitzen unter Sonnenschirm, Sie können auch baden unter Sonnenschirm, Sie können unter Vorurteilen leiden unter Sonnenschirm. Ja, sehen Sie? Aha. Die Semantik dieser Präpositionalphrase ist völlig selbstständig erschließbar, ist halt lokales Unter. Die semantische Rolle ist komplett in der Präposition kodiert. Das ist einfach die lokale Präposition unter. Das hier hat mit lokal nichts zu tun. So, und jetzt sehen Sie, wenn Sie da irgendwie versuchen, das zu vermitteln mit irgendwelchen sehr naiven Generalisierungen, die Objekte bezeichnen, in dem Moment wird es schon schwierig. Da muss man dann sehr schnell linguistisches Wissen an den Start bringen. Wenn Sie das nicht haben, dann unterrichten Sie sehr schnell was, was nicht einfach nur nicht so optimal ist, das wäre ja nicht schlimm, sondern was, was vielleicht falsch ist. Es gibt jetzt einen Test, der ist auch umstritten, der wird aber tatsächlich in guten Lehrwerken für die Schule verwendet. Das ist eine von den klassischen Proben. Den finde ich eigentlich ganz gut. Das ist der Auskopplungstest für diese Präpositionalphrasen und die Frage, sind die Ergänzungen oder Angaben? Das geschieht PP. Was heißt das jetzt? Viele Menschen leiden. Dies geschieht unter Vorurteilen. Das geht nicht. Sehen Sie das? Wenn Sie das wirklich rein syntaktisch, Sie entreißen diese PP, dieses unter Vorurteilen, entreißen Sie dem Verb, dann geht das nicht mehr. Das liegt daran, dass die Semantik hiervon nur in einem Satz, spezifisch in einem Satz, nicht einfach nur so irgendwie in der Umgebung, vielleicht im nächsten Satz, dekodiert werden kann, wo dieses Verb drin steht. Hier wissen Sie syntax-semantikmäßig schon nicht mehr, was unter Vorurteilen jetzt eigentlich da soll. Natürlich können Sie, weil Sie darüber nachdenken, dechiffrieren, was hier jemand sagen will, aber der Satz bleibt ungrammatisch. Eigentlich geht das so nicht, oder diese Kette von Sätzen. Viele Menschen schwitzen, dies geschieht unter Sonnenschirm hingegen ist absolut wunderbar, weil die Rolle von unter Sonnenschirm nicht ans Verb gebunden ist und das Verb deswegen nicht im selben Satz diese Rolle an diese Präpositionalphrase loswerden will, muss. Mausi schickt einen Brief, dies geschieht an ihre Mutter, geht auch nicht. Mausi befindet sich, dies geschieht in Hamburg, oh, auch nicht. Mausi liegt, dies geschieht auf dem Bett, geht bei mir auch nicht. Das ist so ein Grenzfall, das liegt einfach daran, dass hier Menschen, also ErstsprecherInnen des Deutschen, unterschiedliche Intuitionen manchmal haben. Dieser Test ist nicht um 100% wasserdicht. Und gerade natürlich jetzt zum Beispiel, wenn Sie das in der Grundschule machen würden, wo die Fähigkeit zur Sprachbetrachtung, lesen Sie mal den Feilke übrigens, und vielleicht auch das Buch von Bredel, die Fähigkeit zur Sprachbetrachtung jetzt noch nicht so geschult ist, da kriegen Sie vielleicht, ja, wieso ist doch super, vielleicht kriegen Sie sogar hier oben, das ist doch super. Ja, aber das liegt dann daran wirklich, dass Generalisierungen noch nicht komplett gelernt wurden oder dass die Fähigkeit, über diese ganzen Phänomene explizit nachzudenken, noch nicht ausgebildet ist. Für mich ist das der beste Test, wo gibt für dieses Phänomen, trotz der Probleme. Und ganz wichtig, verlangen Sie von Ihren SchülerInnen niemals irgendwie sowas zu entscheiden, ist das jetzt ein Objekt oder nicht, wenn Sie selber nicht sagen können, wie Sie das denn jetzt selber entscheiden. Einfach nur so, das sieht man doch, ist echt blöd. Die Graphematik kommt nächste Woche und wir müssen ein bisschen kürzen, aber ich sage Ihnen nächste Woche das Wichtigste und das wird sein. Wir schreiben nicht, wie wir sprechen, nochmal, sondern wir schreiben, wie unsere zugrunde liegenden Formen ungefähr aussehen, so tendenziell. Die Graphematik werde ich kontrastieren mit der reinen Norm der Orthographie. Ich werde Ihnen in dem Zusammenhang sagen, warum die Graphematik, aber nicht die Orthographie, Teil des grammatischen Systems ist, sein muss, zumindest wenn die Phonetik es ist. Wir werden dann Segmente beschreiben, also Buchstaben, und das phonologische Schreibprinzip besprechen, die sogenannte Dehnungsschreibung,
Also Sie kennen das, ne? Mit den H's und den IEs und so. Und vor allem die Schärfungsschreibung. Und dann sehen Sie, warum ich so viel übers, unter anderem so viel übers Silbengelenk gesagt habe, weil wir Silbengelenkschreibungen haben. Und ich werde Ihnen die ultimative Analyse des SZ, finde ich, viele finden die total blöd, aber ich finde die super, des SZ liefern, warum wir überhaupt das SZ haben. Dazu können Sie Kapitel 15 lesen. Bis nächste Woche.